Zukunft. Was? Es ist dann demnächst möglich, mit unseren Technologie-Upgrades. Oh, guck mal, da hinten, was haben wir da? Hier wahrscheinlich, ne? Keine Ahnung. Möglich, dass unsere Solarpaneele sich dann direkt in Richtung Sonne drehen. Höchst praktisch, sehr geil. Noch geht das aber nicht. Heißt, wir müssen oder wir könnten eventuell es irgendwie versuchen hinzubekommen, also mit KOS oder so, was zu schreiben, dass sich unser Gerät, also unser, ne, unser Fahrzeug, unser Vehikel, automatisch in Richtung Sonne dreht. Das könnten wir mal machen. Dafür müssten wir allerdings von der Sonne. Also jetzt im Moment gerade, ne, vom Grundprinzip her, wir holen uns. Hallo, ich möchte gerne die Sonne. Da ist die Sonne. Könnten wir eigentlich hier. Ne, nicht Eve. Ich hätte gerne die Sonne. Ging das nicht? Nein, ich wollte nicht den Fokus draufsetzen. Ich wollte eigentlich. Ne, weil hier kann man so. Klicks und dann. Set as Target. Das geht aber, glaube ich, bei der Sonne gerade nicht. Okay, warte, muss ich wieder zu Kerbin zurück. Oh nein! Nein, nein, komm. Hallo, Kerbin. Kerbin. Nein, Kerbin. Focus View. Hereinzoomen. Oh Gott, ich hab einen Lag. Hallo? Oh Gott. Schrecklich. Dann möchten wir, glaube ich, hier hin. Nein. Ich möchte gerne. Also eigentlich ist Doppelklick und dann hast du Fokus drauf mit der Kamera. Doppelklick? Hallo? 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 Bitte, einmal. Das wäre höchst erfreulich. Nein. Warum wird das denn jetzt nicht mehr? Ach, fick dich doch. Ja, wäre zumindest ein erster Gedanke. Ich meine, dass wir das sogar machen können. Entschuldigung, machen können. Relativ einfach sogar. Dass wir dem einfach unsere Rotation. Dann die Koordinaten der Sonne. Also, ne, Rotationskoordinaten kann man, glaube ich, relativ einfach bekommen. Und uns dann einfach hindrehen. Ich pöre mich gerade noch selber dahin. So, dann. So. Das wäre vielleicht mal eine Idee. Und wir könnten wieder das mit KOS machen. Ich glaube, das mache ich mal. Die Idee gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Ah, mal gucken. Im Moment gerade erstmal. Nein, ich möchte mich hierhin drehen. Denn auf der anderen Seite von Kerbin müsste das Ganze nämlich dann der Beschleunigungsvektor sein. Also der Prograde-Vektor. Prograde bedeutet, in die Richtung Zündung, Feuer geben und du wirst schneller. Ja, bis jetzt glaube ich bald die Connection weg sein, ne? Ja, sehr bald sogar. Okay. Die Frage ist jetzt natürlich, wenn wir hier ungefähr sind, können wir dann direkt verbinden auf... Ah, es könnte eventuell könnte es hinhauen. Ich probiere es einfach mal. Ja, jetzt können wir hier langsam der Sonne beim Untergehen zusehen. Zack, unsere Electric Charge ist relativ flott weg. Ja. Das dreht sich alles, das ist gut. No Connection. Okay. Das wird wieder mehr, das ist gut. Connecten ist immer noch nicht da. Jetzt ist sie wieder da. Okay. Jetzt gucke ich mal, wie wir stehen. Anticken möchte ich noch. Bis wir hier halt eben passen. Das müsste eigentlich hinhauen. Also, ne, das, wenn ich dann hier bin, dass es relativ gut dann so geht, wie ich mir das vorgestellt habe. So muss es reichen. Hallo. Okay. Wieder vor und bis kurz darunter. Also unter den eigentlichen GSO-Orbit. Das ist jetzt ein bisschen mehr, als ich erwartet hätte. Oder als ich mir gewünscht hätte. Sagen wir es ja so rum. War gut.
Wird schon stimmen. Dann haben wir hier jetzt wieder das Problem, dass wir hier dann verkehrt rum wären. Also im Hypothetischen, wir werden dann nicht in Richtung Sonne gedreht. Warte mal, was die Kamera nochmal. So. Okay, gut. Boah. Ich dachte kurz, ich hätte einen Denkfehler gehabt, dass wir uns gegen allem. Ne? Kerbin hat ja eine Rotationsrichtung. Und dass wir uns in die Richtung bewegen. Und aus irgendwelchen Gründen habe ich ganz kurz gedacht, dass wir da verkehrt rum wären. Aber gut, das war soweit alles richtig. Dann gucke ich gerade mal, wie meine schlaue Liste aussieht. Ja. Das ist immer soweit alles auf richtiger Höhe. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich dann bis nach dort. Okay, Schleunige. Rein theoretisch müssten wir ja so bleiben können. Von der Theorie her. Ja, passt soweit. Warp hier. Oh. Schön. Na, komm, ich möchte gerne. Ach, fick dich. Okay, dann einmal umdrehen. Das ist nämlich jetzt reichlich unpraktisch, weil wir genau hier sind. Mit denen auf einer Höhe. Unpraktisch in dem Fall, weil wir genau da nicht sein wollen. Nur sehr viel nicht sein wollen. So, und dann zack. Nein, hallo? Jetzt. Okay. Und so bleiben wir dann relativ gesehen, bis wir... Moment, immer wieder zurückdrehen. Bis wir dann halt... ungefähr relativ zu dem gesehen, also zum Launchpad, zum Mission Control, circa in 120 Grad sind. Sehr exakt können wir es nicht machen, oder kann ich es zumindest wahrscheinlich nicht machen, weil ich das Ganze ja per Augenmaß machen muss. Ich kann jetzt hier schlecht einen Winkelmesser dranhauen oder so. Na guck mal, 420. 420, blaze it! So, auch noch Drogen verherrlicht. Check. Alles Wichtige für heute gemacht. Okay, das bedeutet... Gut, F5. Das ist schon mal ein erster Meilenstein, den wir hier jetzt erreicht haben. Zumindest von meiner Planung her. Okay. Aus irgendwelchen Gründen haben wir jetzt nur zu einer Verbindung. Warum denn das? Also zu einem von den beiden, ne? Dingern. Muss ich auch mal überlegen. Und zwar auch noch zu dem falschen. Kommissar 1. Das ist hervorragend. Ich bin den Karten weiter anlanden. Moment. So, dann Switch 2. Haben wir vorhin gespeichert, glaube ich. Das Problem, was ich jetzt noch, ne, drückte meinen Plan mit dem KOS, dass wir das mit der dann so machen. Da könnten wir mit das Problem bekommen, dass obwohl, ja, mein Gedanke war, das Problem, das wir bekommen könnten, ist, dass wir, wenn wir gerade woanders sind, also nicht bei dem Ding sind, dass es dann, wie jetzt gerade, sich da nicht hindreht. Gerade auch mal ändern möchte. Aber ich meine, dass ja dann eh kein Electric Charge verbraucht wird. Denke ich. Zumindest wurde, ne, das schien schon länger so zu sein und da hat sich nichts bewegt. Also ich hier oben. Toggle, nein, change name. Rename Vessel. Kommandant 1. Klammern. Real. Accept. So. So, und dann. Nein, doch, das war richtig. Da möchte ich hin. Switch. Wie sieht das eigentlich mit dem Conflict gerade aus? Haben wir schon irgendwelche Erfolge da gemacht? Schwarzbild. Yay. Oh, ah, gut. Alles in Ordnung. Ich habe immer noch Ängste, dass dieses Spiel einfach abstürzt. Kommissar 2, New Light Connection zu Kommissar 1, Klammern, Real. Machen wir gerade mal.
Kommt 1, hätte ich gerne Kommt 1 real. So. Zack, Problem gelöst. Below. Accentuate. Below. Aha. Unter einem Grad. Wie viel sind es aktuell? Ich weiß es gar nicht. Anscheinend ein bisschen mehr. Weil habe ich hier irgendwo Orbit Informations? Hier. Velocity. Nö, eigentlich überhaupt keine. Orbiting. Toll. Ich bräuchte aber mal Informationen. Vorrangend. So, scheiße. Also ich würde gerne wissen, wie unsere Inklination aussieht. Warte mal, das kann weg. So. Das kann auch weg. Weil das weiß ich nämlich nicht sehr genau. Und hoch, warum war es? Hier. Below 0,04. Aber wahrscheinlich. Oder eventuell die Relation zu Komsat 1. Okay, gut, ich mache jetzt erstmal R5. Und gucken wir dann mal, wie es mit unserer Inklination aussieht. Also nochmal zum Mitschreiben. Inklination ist gleichbedeutend mit relativer Winkel zum Äquator. Also wenn jetzt der Äquator hier lang geht, unser Orbit zum Beispiel dann so geht, also irgendwie so quer dann drumrum, ne? Dann wäre das eine Inklination von, was weiß ich, sagen wir einfach 45 Grad oder so. Und hier sieht es mir ganz danach aus, als hätten wir irgendwie so ein Grad oder so ein paar Grad. Ne, guck mal hier oben. Da geht unser Orbit lang, da geht der von Komsat 1 real lang. Hier. Da wir ja auch beim Start ein paar Probleme hatten, weil das blöde Kackding rumgewackelt hat. Könnte sein, dass wir da ein paar Grad Inklination bekommen haben. Der muss aber hier laut Contract unter einem liegen. Oder ja, auch unter einem Grad. Also sehr exakt sein. Das könnte ein Problem darstellen. Okay, aber jetzt erstmal. Okay, Condition haben wir. Warp. Kann jetzt einen Moment dauern. Nicht da was groß verändert. Oh, nice. Oh. Oh. Was? Warum flackert uns das leicht? Okay, warte, ich bin gerade. Ich will gerade schon mal ein paar Schritte voraus. Sobald wir wieder circa hier sind, machen wir den hier dann auf die vollen. Was waren das? 2.863 Kilometer höher. Aber dann müssen wir dann da auch noch hoch. Das heißt, wir werden etwas langsamer sein. Das heißt, wir müssen ein bisschen weiter vor. Also bis ungefähr hier. Dann haben wir da keine Verbindung. Also bis hier eventuell. Dass wir da dann knapp noch hier so die Connection behalten können. Dann machen wir das. Dann ne, warten wir, bis wir dann bei der Apoapsis sind. Und machen die dann komplett rund. Ob das hinhaut? Ich drücke nochmal F5. Also, ne, zum Speichern. Und dann weiter geht's. So, weiter im Text. Okay, warum hat mir gerade keine Verbindung mehr? Das verwirrt mich. Ich bin total kritisch. Warum ist das? Warte, flott. Naja, so passt es. Nee, das passt dann auch nicht. Weiter. Na komm, ein bisschen mehr. So. Oder? Dann kann man hier noch einen hin. Ja, so ist, glaube ich, sehr gut. Mach mal so. Na komm, Kerbin. Jetzt hätte ich gerne hier. Gut, das sollte nicht hinhauen. Mache ich nochmal. Ach gut, dann wären wir perfekt hier. Okay, gut, das mache ich gleich. Denn das kommt erst später. Dann pausiere ich hier einmal.
Oder mach Stopp, glaube ich. Das ist wahrscheinlich besser. Und dann geht's gleich weiter. Ja, jetzt kurze Pause. Man sieht sich gleich in ein paar Sekunden wieder. So, und damit willkommen zurück. Gut. Ja, mal gucken, wo wir überhaupt waren. Ja, genau. Gut. Dann würde ich sagen, ich knüpfe direkt an. Und also das, ne, das ist jetzt ungefähr so die Position, wo ich mir vorgestellt habe, da wollen wir hin. Ungefähr. Aber wie ich ja vorhin schon erklärt habe, dass wir hier noch ein bisschen mit mehr einberechnen müssen. So, ich mache jetzt mal 5. Nochmal. Und dann gehen wir ein Stück weiter. Ja, noch ein Stück. So. Ungefähr. Dann müssen wir jetzt einmal drehen. Sieht doch mit dem Fuel relativ gut aus. Also wir scheinen da sehr gut zurechtzukommen. Zumindest bisher so auf den ersten Blick. Wir sind auch ungefähr in der Upper Apsis, das heißt, jetzt hier das zu erweitern, das ist da sehr effizient. So. Und zack. So ungefähr. Ah ja. So. So stelle ich mir das vor. Okay. Dann. Oh, ich habe mich nicht zurückgedreht. Das könnte uns jetzt das Genick brechen. Oh. Das war rechtlich dumm. Ja. Wir dürfen gleich nochmal laden. Es ist nicht einfach wundervoll. Aber zum Glück habe ich ja direkt davor einmal gespeichert. Oh. Na gut. Jedes Mal, wenn ich dieses Windows-Laderädchen habe, kriege ich direkt einen kleinen Herzinfarkt. Weil ich dann gefühlt das Spiel kurz, also ne, dann gefühlt das Spiel kurz vor Abstürzen ist. So, wieder circa zur Apsis. So. Dann einmal umdrehen. Zum Retro. Nee, Prograde Vektor. Brrrt, einmal drehen, 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 drehen. Ja. So. Und Gas geben. Zack. Ja, passt. Und dann wieder zurückdrehen. Gott. Es ist wieder dieses Knister da. Ach, schrecklich. Wie sieht das mit dem Orbit aus? Komsa 2. Dort Komsa 3, das ist toll. Connected to KSC, das stimmt. Kilo. Ich weiß noch nicht genau, was es hiermit auf sich hat. Aber ich habe da schon eine Theorie. Es könnte sein, dass hier mit der Eccentricity, das Verhältnis zwischen Apoapsis und Periapsis, also wie unterschiedlich die sind. Und da zumindest vermute ich das, dass wir die halt eben erstmal richtig rund kriegen müssen, also den Orbit. Und dann, dass es dann schon geht. So. Haben ja das Glück, dass wir, wenn wir dann nicht hier sind, dann nicht hier direkt bleiben können. Ungefähr so auf der Höhe. Also so wie unsere Daten jetzt sind, dann drehen wir uns schön zur Sonne. Und bekommen dann genug ab und so weiter. Ups. Guck mal, wie perfekt das passt. So, siehst du? Hier, passt. Dann kommt das aber hoch. So, siehst du? Passt. Jetzt nur noch die Inklination richtig hinbekommen. Das ist 1 mal 5. Wenn ich mich nicht irre. Nein, das war der falsche Vektor. Ich habe schon wieder vergessen, wie genau der eigentlich heißt. Aber das ist hier so ein lila Dreieck, glaube ich. Und da kann man das verändern. Das heißt, wir müssen quasi uns horizontal drehen und so dann. Nee, andersrum. Also, wenn man sich das mal anguckt, also wo ist er? Hier. Müssen wir uns jetzt nach unten drehen, also dass das nach oben zeigt. Damit wir dann hier unsere Bahn
hier ein Stück runter bekommen hat. Aber Contracts müssen wir weg. Das hier.